Manfred Hohmann ist zurück in seinem alten Leben. Der Friseurmeister war im März an Covid-19 erkrankt und überlebte nur knapp. Seit 2 Wochen arbeitet er wieder, doch was er erlebt hat, hat ihn geprägt. Das Schlimmste ist, man merkt es nicht, man riecht es nicht, man schmeckt es nicht, man weiß nicht, wie weit man ist. Und auf einmal ist es da. Innerhalb von wenigen Stunden merkt man, wie es bergab geht. Mit Geschmacks- und Geruchsverlust fing es an, doch der Friseur schöpfte keinen Verdacht. Es war März, die klassischen Corona-Symptome noch nicht jedem geläufig. Als es ihm immer schlechter ging, brachte ihn seine Familie ins Krankenhaus. Schnell wurde er ins Klinikum Fulda verlegt, das bekam er schon nicht mehr mit. 23 Tage lang lag er im Koma, insgesamt 68 Tage intensiv. Da war die größte Situation das Atmen. Man wurde ja beatmet, also über einen Tubus. Und das war eben so, dass dann teilweise die Sprache weggenommen wurde durch das Beatmungsgerät. Und man eben im Bett gelegen hast und hast an die Decke geschaut. Ja, und das war's dann. Und dann musst du warten. Dann musst du Geduld üben. Nach all dem, was er wegen Corona überstehen musste, sind für Manfred Hohmann Demonstrationen wie am Wochenende in Berlin völlig unverständlich. Zehntausende Menschen gingen dort gegen die Corona-Maßnahmen auf die Straße, meist ohne Maske und Sicherheitsabstand. Alle diejenigen, die das leugnen, die sollten mal in alle Intensivstationen in Deutschland gehen und sollten mal sehen, wie die Menschen da mit Covid-19 um ihr Leben kämpfen. Das ist ein Kampf auf Leben und Tod. In seinem Friseursalon setzt er die Hygieneregeln gewissenhaft um. Für Kunden, die das unkomfortabel finden, hat er ein Beispiel. Wenn Sie jetzt die schwerst Infizierten als 100% nehmen, hier sind jetzt 100 Smarties drin, dann sage ich denen, du kannst dir jetzt gerne einen Smartie nehmen, ist überhaupt kein Problem. Aber ich muss dir eins sagen, weil es gab 3%ige Sterberate der schwerst Infizierten, das sind 3 Stück drin, die hochgiftig sind. Ich weiß ja nicht, wo sie liegen, aber du kannst sie gerne nehmen. Stellen Sie sich vor, es hat noch niemand eins genommen. Ganz gesund ist Martin Hohmann noch nicht. Jeden Morgen trainiert er in seinem Keller auf dem Ergometer. Den Sauerstoff braucht er noch als Unterstützung. Ob er jemals wieder so leistungsfähig sein wird wie vor der Erkrankung, das weiß niemand. Aber unterkriegen lassen will er sich nicht. Selbst im Krankenhaus hatte er immer Hoffnung und behielt Recht. Ich bin von Natur aus ein Optimist. Ich habe nie geglaubt, dass ich irgendwann die Decke über die Birne gezogen bekomme. Aber ist natürlich jetzt einfach zu sagen. Gell? Deswegen sage ich immer und versuche eindringlich auf die Leute einzuwirken, lieber ein Lappen vorm Gesicht als ein Zettel am großen Zeh. Ein Rat von einem, für den Corona weit schlimmer war als eine gewöhnliche Grippe.